So. Dala. Willkommen zurück zu Risen, dem Spiel, wo wir... Sehr gut. Wenn du so weitermachst, wirst du alle noch übertrumpfen, Kämpfer. Aha. Werde ich das? Na, das wäre gut, ne? Na gut, unabhängig davon, aber, waren... Hat er noch irgendwas mit ihm? Hat der neue Heiltränke gesehen? Die große Frau? Oh ja, hat er. Gut. Eigentlich habe ich ja nichts anderes mehr als Heiltränke. Irgendwie Gebrauch, oder? Das ist meine jetzt... Ich denke, ich nicht, ob ich noch einen guten Schutzring hat. Ich müsste übrigens noch die andere Waffe finden. Die sollte ja eigentlich in so ein Ogerlager sein, aber da war sie halt nicht. Ich könnte jetzt übrigens tatsächlich Geschicklichkeit einfach leveln, ne? Oh, die Heiltränke sind teuer. Arbeitskleidung. Ich habe aber auch noch keinen besseren Helm gefunden. Das ist ja auch ein Ärgernis. Ist das noch was, was ich hier anbieten kann? Sinnvoll ist. Was hat denn das Beste, wenn wir sein Auto abschleppen lassen? Ah, Konsequenzen halt. Das ist wahrscheinlich Luft aus dem Reifen, würde ich mal vermuten. Ich habe 125 Zehen, davon können wir mal 80 weg. So viel brauche ich nie. Ich könnte das Zeug natürlich einfach mit Gold bezahlen, ist mir schon bewusst, aber das nein. Nein, 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 nein. Wir machen hier faire Tausche, ne? Guck mal, ich hab ja noch Gold und Geschmeide. Und eine alte Münze, die leider überhaupt nichts wert ist. Aber hey, Teller. Händler geben gutes Gold dafür. 20, wow. Was soll ich eigentlich mit so vielen Knochen? Die sind bestimmt nichts wert. Aschebestienherz. Romanus Schatulla, stimmt, die habe ich aus seiner Leiche gelootet. Tja, mehr habe ich nicht, warum? Könnte noch mehr Steinplatten der Weisheit verkaufen. Na gut, dann legen wir noch ein bisschen Gold drauf. Wie lange sieht das Gold aus? Ich müsste vielleicht doch mal diese Ringe herstellen, von denen ich dachte, dass ich es nochmal machen wollte. Na, danke. Fällt übrigens gerade ein, ich habe... Hier! Hier! Stimmt der. Liebe Grossek-Zuschauer, ich habe da letztes Mal beim Schmieden, habe ich doch ein bisschen was erzählt zu Metallurgie. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe mein gutes Lehrbuch aus dem Studium, Werkstofftechnik 1, rausgesucht. Und wollte das nur mit den kubisch flächenzentriert und kubisch raumzentriert nochmal machen. Also folgendermaßen. Das handelt sich um die Allotropie von Eisen. Und zwar ist es so, dass Eisen erst eine Alpha-Phase hat, beziehungsweise Stahl. Das ist vor allen Dingen Stahl, weil das ist ja immer ein Eisen-Kohlenstoffgitter. Das ist erst kubisch raumzentriert, das ist die Alpha-Phase. Dann bei 910 Grad wechselt es um auf kubisch flächenzentriert. Und bei 1390 Grad wird es dann nochmal zu kubisch raumzentriert, aber das ist dann halt in der Delta-Phase, ist das, glaube ich. Und dann wird es halt immer flüssig. Das Interessante ist dabei, die kubisch raumzentrierte, also die. Das ist quasi ein Viereck und in der Mitte ist ein Atom Kohlenstoff, glaube ich. Das ist kubisch raumzentriert. Und kubisch flächenzentriert ist, wenn du die 8 Atome deines Würfels hast und die jeweils auf den Flächen sind. Und das kubisch flächenzentriert ist auf jeden Fall das härtere Gitter. Und dieser ganze Anteil, das wechselt immer ein bisschen her. Da gibt es noch so Abkühlkurven, das kommt mal ein bisschen auf den Zusammenhang an. Und es gibt verschiedene hektische Eutektoide Reaktionen, genau, das ist das Aushärten. Und auf jeden Fall, long story short, das ist das, was die Härte ausmacht. Und wenn das aushärt, dann wächst das zu dendritenartig drin. Das kann jetzt natürlich nur ein Livestream-Chat sein, aber sieht dann ungefähr so aus. Hast hier so eine Dendriten, die darin wachsen. So, dann haben wir das mal erst außenweise festgestellt. Klargestellt, wie es war. Wie ich das letzte Mal, wie ich falsch schon mal erzählt habe, so ist es auf jeden Fall richtig, weil ich es gerade aus dem Buch vorgelesen habe. So, gut, haben wir das Thema auch hinter uns gebracht. Auf zur Hafenstadt, wir müssen mit Kommandant Carlos was erklären. Ich bin gerade vom Glühverfahren. Nee, reine Eisenumwandlung. So, ach, jetzt fehlt hier auch der Boden. Oh, Mann, warum fehlt denn mal überall der Boden? Irgendwann falle ich nicht durch die Welt, obwohl der Boden nicht da ist. Ich wollte auch noch mal zu Patty verwendet sein. Ist mir sehr unangenehm, wenn hier kein Boden ist, ne? Was macht das... Wo wohnt denn Don Carlos eigentlich hier? Ich kenne Don, aber trotzdem. Ich stehe ja schon draußen vor der Tür. Hä? Wo ist er denn? Ich finde das irgendwie sehr komisch, wie manche Teile der Straße fehlen, andere nicht. Es sieht schon sehr seltsam aus, oder? Also, warum fehlt hier mal so ein bisschen was und da mal ein bisschen was? Das ist schon so ein bisschen seltsam. Hat er nicht noch was zu bereden? Ich brauche deine Hilfe. Worum geht's?
Achso, ne, der Klingenstapel ist mir egal. Ha. Sieht schön aus. Skurril. Ja, aber vor allem so unlogisch. Ich meine, warum... Viel Glück. Warum... Hä? Hast du da hinten ist die Straße in den Boden? Hä? Unterricht. Naja, ich meine, warum... Guck mal, warum gibt es zum Beispiel diesen Abschnitt der Karte Gips? Und hier dann wiederum nicht? Ich meine, nach welcher Logik ist denn das? Das ist doch alles die gleiche Textur. Ist da irgendwas im Aussehen? Er hat noch eine schwarze Perle. Hm. Meine, hä? Oh, es könnte jetzt tatsächlich riskant werden, wenn ich jetzt gleich ins Wasser falle, weil ich nicht weiß, wo das Pier aufhört. Ich habe übrigens Kommandant Carlos immer noch nicht gefunden. Wo ist der eigentlich hin? Bei uns Albträume? Hochwasser eigentlich wirklich. Das Wasser ist unter mir. Ich laufe durch die Luft, mehr oder weniger. Oder ist Carlos natürlich hin? Ach, guck mal, Patty ist aber immer noch nicht da. Hm, dafür, dass ich... Hätte ich hier nochmal treffen Lass soll? Dich nicht aufhalten. Hm. Tja. Keine Ahnung, ne? Patty sollte eigentlich hier sein. Das Licht kommt ja auch irgendwie sehr komisch rein. Vielleicht vielen Polygone? Ja, aber warum genau die und nicht die anderen? Das ist ja die Unlogik dahinter. Das. Weißt du, fehlen ja Teile der Textur und nicht alle. Also wenn die Häuser verstehe ich und so Zeug. Aber... Was ist denn da drin? Und da oben, das ist die kranke Frau, legt sie wieder hin. Und hier ist nur das Gras, das verstehe ich noch, aber hier... Na, ah, okay. Hm. Guck mal, da oben, das ist wieder Boden da. Ist das nicht irgendwie arg unlogisch? Na gut, warte mal, gehen wir mal kurz oben und wieder zurück. Ich würde eigentlich wirklich liebend gerne mit Don Carlos verhandeln. Wird mir am Ende dieses Vergnügen hier geklaut? Das wäre inakzeptabel. Wache? Hanskrieger? Verschwinde, Bandit! Ja, danke für die netten Worte, aber... Hä? Ist denn jetzt Kommandant Carlos hin? Kann nicht weg sein. Ja, gut. Das macht es natürlich ein bisschen schwierig für mich, mit ihm zu verhandeln, ne? Oder patrouilliert er irgendwie zu der Tageszeit wie draußen auf dem Mauer? Nein, wie kommt man da eigentlich hin? Alter, da unten gibt es ja auch noch. Ach nee, das ist die Truhe, die ich schon kannte. Und nochmal Schaden genommen vom Runterfallen hier. Schön. Mir fällt übrigens gerade. Guck mal hier wäre jetzt so ein Schleifstein, den ich nutze. Den ich nutzen könnte. Yeah. Jetzt, zum Beispiel hier, warum gibt es genau diese Texturen hier da? Von allen. Das ist schön. Hat das irgendein System? Ich habe gesehen, dass ich Don Carlos trotz der Tatsache, dass ich irgendwie gerade durch die Welt gucken kann, so halbwegs, ihn nochmal nicht lokalisiert habe. Ich versuche das mal auf der Mauer. Und hier ist natürlich auch, warum ist gerade genau diese Kante hier? Oder hier noch schlimmer. Warum genau diese Steine von allen? Mach's besser. Wenn man kennt, macht's gut, ne? Hä? Also, ich gucke jetzt auf meine Karte. Wo kann denn der komische Kommandant hier sein? Ach, ich habe gar keine Quest, mit ihm zu reden, oder? Nö. Doch, warte mal, hier. Don Esteban, ja, aber... Hä? Hm. Ich hätte alle Aufzeichnungen finden und lesen. Na gut, dann. Nö, dann. Kann ich anscheinend mit Kommandant Carlos nicht reden. Ach, das ist es. Diese schwarzen Wände sind, wenn es innen drin dunkler ist. Hat das Spiel irgendeine Illusion dafür verwendet, damit das normal so funktioniert? Das macht es besser, aber darauf das Mimizung, das ist so schlecht. Dass ich selber was besser programmieren sollte. Ach, mit so ein bisschen Unity kriege ich das bestimmt easy hin. Gar kein Problem. Kann ja mittlerweile heute jeder. Bekannterweise. Das darf man echt nicht vernachen. Also früher musstest du noch deine eigene Game Engine irgendwie vom Boden aufschreiben und musstest die erst teuer kaufen und dann irgendwie adaptieren. Guck mal, seinen Richtstab, den habe ich gar nicht.
Und heutzutage ist es halt irgendwie doch eigentlich recht einfach, ne? Irgendwie so grundlegend was zu machen. Ist immer sehr schön, wenn man irgendwie so, naja, Spiele-Engines sieht, wenn sie irgendwie was anderes benutzt werden. Ich hatte mal vor Jahren, hatte ich mal so ein psychologisches Dings von der Uni gemacht, dass also wir so ein hier, wo du einen Zehner verdienen kannst, wenn du welchen Test teilnimmst. Habe ich eigentlich nur gemacht, weil da gab es eine VR-Brille und ich wollte mir das angucken. Und die hatten da auch eine unsagbar schlecht gerenderte 3D-Umgebung, die sie halt auch mit irgendeiner fertigen Engine gemacht haben. Aber ich finde, da kommt man an Carlos leider nicht. Und? Was denkst du? Die Sache schmeckt mir nicht. Warum werden wir nicht angegriffen? Vielleicht eine Falle. Gut möglich. Du wirst den Durchgang auskundschaften. Wenn du eine Falle findest, wirst du sie entschärfen. Wenn der Weg frei ist, rücken wir nach. Toll! Immer ich? Ja klar, immer. Ich kann das alles. Ich hab zum Glück noch ein paar Telekinese-Rollen auf Tasche ab. Glaube ich. Habe ich. Der Tunnel. Ach, jetzt kommen sie alle. Ist ja schön. Ja, noch mehr. Ach. Ich meine, hier sieht es immer so aus, als würden sie hier wohnen, ne? Ausrotten muss man sie. Gut gemacht. Dann muss ich mich nicht darum kümmern. Wenn die wirklich vom dunklen Gott erschaffen wurden, habe ich irgendwie das Gefühl, dass das Ausrotten jetzt eher nicht so gut klappt. Echsenschwert, oh. War die schon hier? Oh ja, doch. Eigentlich habe ich ja kein Interesse daran, dass ich mich. Das Vieh macht uns keine Probleme mehr. Das ist ja, die bestimmt. Einzige Sprache, die die Viecher gut verstehen. Gemacht. Und sie rennt weiter, das ist ja toll. Ist aber wirklich viel Lava. Hat er sich gerade im Laufen umgedreht und mich dann geblockt? Was ist los? Das ist wirklich eine Festung. Und wir sind nur im äußeren Kreis. Siehst du diese große Zugbrücke? Da müssen wir lang. Oh, ich darf Fragen stellen. Vielleicht gibt es wieder einen Weg, die Brücke zu öffnen. Das will ich hoffen. Du wirst ihn finden. Wir anderen werden hier alles durchsuchen und die letzten Echsen töten. Die letzten Echsen töten, das ist... Jetzt mal die letzten werden, ne? Irgendjemand meint, er hat am Ende des Spiels irgendwie 180 Echsenschwerter. Kann ich hier aber rüberfliegen? Ja. Ich finde es auch schön, dass mich hier keiner irgendwie mit Zeug versorgt. Das soll ich ja immer alles auf eigene Kosten machen, ne? Ist das da unten der Kommandant? Machen wir auch noch platt. Ich habe das Gefühl, dass der Kommandant. Dass der Kommandant nicht gerade ein Schadenswunder ist, oder? Kommandant? Ach ja, die Zugbrücke. Kann ich die per Telekinese ziehen? Wäre echt schön, wenn jetzt irgendwie einer der Magier bei wäre, außer der Inquisitor, ne? Ich meine, wir könnten uns hier viel Arbeit sparen. Kann ich das einfach mit Telekinese machen? Echt jetzt? Naja, hätte schon mal sein können, ne? Ah. Kommandant ist Strategie, nicht Frontsau. Ja, das ist wo verbildet der Ordner nur da aus? Hä? Brennt? Das gibt's doch gar nicht. Wo kommst du denn her? Wir haben ein Tor geöffnet. Und du? Ich bin schon ewig hier. Damals haben die Echsen mich gefangen, weißt du? Dann gibt es noch mehr Wege nach draußen? Oh ja, hier gibt's eine Menge Höhlen. Einige führen nach draußen, aber niemand kennt alle Wege. Nicht mal Jorgensen, obwohl er es immer behauptet. Wer ist er denn? Wer ist Jorgensen? Hör nicht auf ihn, er redet viel Unsinn. Das kommt von den Pilzen, weißt du? Ich esse die Pilze nicht. Ich halte mich an das Fleisch. Das hält mich davon ab, verrückt zu werden, so wie Jorgensen. Ich sage dir, der macht's nicht mehr lange. Hat zu viel von den Pilzen gefuttert, weißt du? Ah ja, die Pilze. Das muss er so dreimal betonen. Wo finde ich Jorgensen? Du musst runter zum Sumpf gehen. Aber nimm den richtigen Weg. Den Weg mit den großen Pilzen. Aber iss bloß nicht davon. Nicht mal naschen, sonst wirst du verrückt. Genau wie Jorgensen, weißt du? Ah ja, Wie komme ich tiefer in den Tempel hinein? Du meinst die große Zugbrücke? Der Durchgang in die Tiefen des Tempels? Genau. Keine Ahnung, die war noch nie offen.
Selbst die Echsen gehen dort nicht hin, weißt du? Komm schon, es muss doch einen Weg geben. Naja, an deiner Stelle würde ich mir eine Karte besorgen. Ja, toll, Karte. Woher bekomme ich eine Karte? Hier ist ein Trupp Echsen vorbeigekommen. Vermutlich ein Jagdtrupp. Die müssten eine dabei haben. Wo sind sie lang? Wahrscheinlich noch draußen. Geh runter zum Sumpf und frag Jorgensen. Der hat sie bestimmt gesehen, aber glaub ihm bloß nicht, er ist verrückt. Aha, ich soll runtergehen zu ihnen und fragen, aber ihn nicht glauben. Das klingt ja total toll. Die anderen Truppler, die folgen mir jetzt nicht. Das ist ja großartig. Hallo, Fake Arnold. Ghule gibt es hier unten auch noch. Wie genau überleben die Menschen? Gibt es hier keinen anderen Menschen? Ich frage mich wirklich, was für Fleisch er eigentlich ist. Menschenfleisch ist auf jeden Fall eine gute Vermutung. Das war einfach. Wir sind auf jeden Fall große Pilze. Runter zum Sumpf. Bin ich übrigens echt gespannt, was so ein Sumpf sich mir bieten wird. Doch, merkt ihr, da unten ist bestimmt wieder so eine Drecksasche-Bestie, oder? Ne, das ist auf jeden Fall ein Echsen-Typ. Naja, gut. Aber wenn die Echsen so großartig waren, wie hier alle behaupten, eine Riesenzivilisation aufgebaut haben, warum ist das hier alles so in so komplett kaputten Zustand? Weil ich denke, die Götter haben die Welt schon vor einiger Zeit verlassen. Da sollte den Echsenmenschen noch einiges an Zeit geben, haben hier wieder alt aufzubauen, oder? Stattdessen sieht das meiste Zeug hier, was wir hier sehen, ziemlich mittelmäßig aus. Wir können nämlich übrigens vom Brent unterscheiden. Oh, wie kommen denn noch? Wir müssen ja nicht überall Echsenkrieger rumrennen. Ich finde das nicht akzeptabel. Bitte, Alter, hören. Trotzdem, wer weiß, wie lange die Juden. Ja, klar. Ja, klar. Ist doch geil, dass die meinen schweren Schlag parieren können. Vor allem rechts wird einer aus der Horde des parried, ne? Na gut, dass wir zwischendurch unser ganzes Golden Heiltränk gesetzt haben. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Stecke ich noch einiges an Viechern? Die Erkenntnis hatte ich auch schon. Viel zu viele Viecher. Boah, hier sind da unten noch mehr, ne? Vielleicht sollte ich erstmal zu Brent laufen. Zu Jorgensen. Und es sind ja noch drei. Och. Oh, da geht es ja noch tiefer. Och. Waren hier anscheinend. Ach. Anscheinend wohnen die ja hier, ne? Nochmal, der hat mir den Gefallen getan, schnell zu sterben, ne? Ich fand mich ernsthaft irgendwie erst ab, wofür ich. Hä? Ich bin trotzdem Schaden? Zwar nicht viel, aber ich bin trotzdem Schaden, ne? Hallo? Verdienungsgrad auf, sie machen gar keinen Schaden, die Echsenkrieger bei mir, ne? Oder ist das, weil ich immer so partiell noch. Es ist, weil ich irgendwie partiell blocke. Also, wie kann ich zu Teilen blocken? Niemand hat nur ganz wenig Schaden. Wohingegen dieses nicht, können die blocken immer voll. Loot FTW, naja, ich weiß nicht so richtig, was ich mit Loot noch soll. Hey, noch ein Echsenschwert und Levitationsrolle, uhu. Also, dass die Ausrüstung der Echsenmenschen. Und die Truhen stehen irgendwie im krassen Gegensatz zueinander, oder? So vom Technologie-Level her. Ja gut, wir rennen dann in die Richtung nicht weiter. Ich lass mal lieber die letzten Echsen noch leben, damit ich jetzt einen neuen Tierungspunkt habe. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt, hier, Risen. Macht's gut, bis da. Oh, da hin. Ne? Ja, leider keine weiteren Schutzrollen. Ich hätte viel besser gebrauchen könnte. Naja, sei es drum. Tschüss.